Herzlich willkommen zur Deos-Pressekonferenz heute an diesem etwas verregneten Donnerstag. Sie erhalten heute exklusive Informationen zu Trends, Informationen zu gesetzlichen Rahmenbedingungen für Gebäudebesitzer und Betreiber, auch interessante Dinge für Installateure. Und mein Name ist Werner Pieper und ich darf Sie heute in den kommenden 45 Minuten begleiten, zusammen mit meinen Gästen. Zwei Dinge zum Ablauf. Wir werden versuchen, hier etwas dynamisch heute die Pressekonferenz zu gestalten. Das heißt, wir werden hier diskutieren. Ab und zu fallen mal ein paar Produkthinweise. Am Ende erhalten Sie als Teilnehmer eine Informationsmail, in der erhalten Sie einen Link zu dieser Aufzeichnung und eben halt die Pressemappe zum Nachlesen, sodass Sie eben halt alles auch im Nachgang nochmal gut verfolgen können. Am Ende möchten wir ganz gerne Ihre Fragen beantworten, also da gerne feuerfrei. Nutzen Sie die Chatfunktion für diese Möglichkeit, sodass wir auch dort am Ende mit Ihnen gerne nochmal ein, zwei Dinge austauschen können, was Ihnen auf dem Herzen liegt. Ansonsten können Sie auch gerne im Nachgang uns nochmal per E-Mail schicken. Wir starten heute einfach mal mit den fünf netten Herren, mich inklusive eingezählt. Thomas Patzelt, Vorstand der Deos AG, ich glaube eben halt in diesem Rahmen, habe ich dir ja auch eben halt das erste Wort reserviert. Vielleicht kannst du eben halt für die Teilnehmer hier da draußen eben kurz die Deos vorstellen, die uns noch nicht kennen. Bernhard, sehr gerne. Herzlichen Dank dafür. Guten Morgen von meiner Seite. Herzlich willkommen. Und ja, ich möchte heute die Deos vorstellen, indem ich drei kurze Fragen beantworte. Mhm. Gerne, ja. Wer ist die Deos? Was bietet die Deos? Und was zeichnet die Deos aus? Deos. Wir sind ein Mittelständler seit über 50 Jahren im Markt für Automatisierung und Digitalisierung unterwegs und kümmern uns, wenn man so will, um nicht kommerzielle, kommerzielle Gebäude, ja. Und machen diese im Grunde genommen jeden Tag etwas energieeffizienter und komfortabler. Was bietet die Deos? Wir entwickeln ein breites, innovatives Produktportfolio rund um das Messen, Steuern, Regeln von technischen Anlagen in der Gebäudetechnik und haben zusätzlich mittlerweile ein recht umfangreiches Sortiment an Standortvernetzungswerkzeugen, so würde ich es mal nennen, dazu Services und Dienstleistungen rund um unsere Building-IoT-Plattform. Später mehr davon durch unsere Kollegen. Was zeichnet die Deos aus? Wenn es ein Thema gibt, für das wir stehen, ist das Kundennähe, ist das Kundenzentrierung. Alle unsere Prozesse, alle unsere Aktivitäten sind immer vom Markt, vom Kunden gedacht. Und das hat mittlerweile dazu geführt, dass wir ein vielleicht das führende Unternehmen rund um die Kundenbeziehungen in unserer Industrie sind. Wir sind sehr stolz, sagen zu können, dass im Grunde genommen wir sehr, sehr viele Kunden haben, die echte Fans der Deos. Tatsächlich, ja. Mhm. Ja, danke erst einmal. Ich schätze, wir kommen gleich auch nochmal auf andere Aspekte der Deos AG. Gerne. Und ganz besonders freue ich mich heute auf Daniel. Du hattest heute, glaube ich, die längste Anreise hier von uns. Und Daniel Jendritzer vom VDI, vielleicht sag mal eben deine Position. Ich bin da immer ein bisschen unsicher, weil du hast so viele Dinge schon in der Industrie gemacht. Erzähl ein bisschen was zu dir. Ja, aus der Automobilindustrie kommend bin ich heute gelandet beim Verein Deutscher Ingenieure. Bin dort Vorstandsvorsitzender in einem der Bezirksvereine. Mhm. Und möglicherweise berichte ich kurz, warum der VDI hier ein Interesse hat, ein regional innovatives Unternehmen oder weltweit innovatives, ja, Unternehmen, hier auch ein bisschen mit Trends und Informationen, was sagt der Gesetzgeber eigentlich zur Gebäudeautomatisierung und was wird Einfluss haben für Neubauten, für zu sanierende Bauten, ja, wie hat das Einfluss für Privatbesitzer, genau wie kommerzielle Nutzer. Ja, gerne. Genau, das hatten wir auch in der Vorbesprechung ja besprochen, dass du eben kurz sagst, warum VDI, warum bist du eigentlich hier, wie passt VDI, Bau und Gebäude eigentlich zusammen? Total spannende Frage. Danke für die Steilvorlage. Also der VDI stellt sich immer in den Dienst der Technik. Das macht er heute mit immerhin 135.000 Mitgliedern, Damen und Herren, die naturwissenschaftliche und ingenieurswissenschaftliche Disziplinen nach vorne bringen, also in den Dialog gehen, die dafür sorgen, dass ein Verstehen, Bildung, Weiterbildung passiert. Mhm. Der VDI führt pro Jahr etwa 5.000 Veranstaltungen durch. Das ist eine Menge. Das macht er mit 150 hauptamtlichen Mitarbeitern. Und wir haben ja ganz wichtige Trend, die nicht nur Wirtschaft, Industrie gerade beeinflussen, wie jetzt auch
Deos und die Kunden von Deos, sondern auch Gesellschaft und Politik. Ne, da ist zum Beispiel die digitale Transformation, da ist die Mobilitätswende, da ist die Energiewende und vieles andere mehr. Und dazu bereiten wir auf Expertisen, Studien und stellen die einer breiten Öffentlichkeit, Politik, Wirtschaft, Mitgliedern, Interessierten, Technikern zur Verfügung. Das Interessante ist vielleicht auch, der VDI hält sich unabhängig. Ja, er ist unparteilich und seine Geschichte, 166 Jahre immerhin, führt mich zu dem Gedanken und zu der Brücke Haus und Gebäude. Ja. Wenn wir mal 100 Jahre zurück überlegen, da war mit dem Rohbau 95% des Gewerkes getan. Das war fast fertig. Mhm. Das ist heute nicht so. Das werden wir im Expertendiskurs nachher ja nochmal hören. Da fängt es erst richtig an. Ja. Die Digitalisierung, das Ethernet, Concierge-Funktionen, zukünftig auch Robotik-Funktionen und vieles, vieles andere mehr. Und dazu hat der VDI ein Positionspapier, eine Studie Handlungsfelder Gebäude 2025 aufgelegt, was gleichermaßen wichtig und interessant ist für private Nutzer, für kommerzielle Nutzer, für die Gebäudeautomation. Punkt. Super. Ja, klasse. Und du hattest auch, um da ordentlich nochmal kurz anzuspielen, ja auch halt mitgebracht, dass sich gerade im Bereich Gesetzgebung rund um Gebäude für Gebäudebesitzer und Betreiber sich einiges ändert. Oh ja. Und damit eben halt natürlich auch für unsere Kunden, für unsere Systempartner, die wir eben halt auch bedienen, über 350 Stück. Kannst du da einen kurzen Abriss geben, was da eigentlich auf uns zukommt, worauf wir uns Richtung Trends und Entwicklung einstellen müssen? Gerne, gerne. Es sind Risiken, aber vor allen Dingen auch Chancen, die hier genutzt werden können. Vielleicht ein paar Zahlen, Daten, Fakten, Megatrends, wir kennen sie im Wesentlichen. Natürlich sind wir alle sehr beeinflusst und beeindruckt vom Klimawandel, von der Ressourcenverknappung. Gerade in den letzten 2 Jahren ist das ein Thema. Mhm. Wir haben aber auch eine alternde Gesellschaft, die damit einhergeht. Ich zum Beispiel gehöre zu den Babyboomern, darf, muss, möchte irgendwann in Rente gehen. Das heißt, wir haben nicht unbedingt zu viele Fachleute. So, und Technologie und Vernetzung passiert aber immer mehr im Gebäude. Gleichzeitig sagt vor allen Dingen die EU-Kommission, wir müssen dringend dafür sorgen, dass wir keine Ressourcenverschwendung mehr betreiben. Ja. Und ich nenne jetzt mal nur so 3 wesentliche Gesetzgebungsverfahren, Aktionen, die durch EU-Richtlinien getrieben werden. Und wir wissen ja, die müssen in den Nationen dann umgesetzt werden in Gesetze. Das erste hat zu tun mit dem, was wir da eigentlich verbauen. Und da sollten wir uns nochmal klar machen, den Großteil unseres Lebens verbringen wir in Gebäuden. Richtig. Ja. So, und das Maximum an Energie ist auch gebunden letztendlich, nicht nur im Aufbau von Gebäuden, sondern halt eben auch im Betrieb, auch wieder im Gebäude. Also die Bauindustrie macht etwa 60% des Abfallaufkommens in Deutschland aus. Muss man sich klar machen. Immenses Potenzial auf der anderen Seite, was ich da einsparen kann. So, und jetzt sagt, im Sinne von Urban Mining, also wie kommen wir an die Ressourcen wieder dran? Eine aktuelle Gebäuderichtlinie, dass wir sowieso schon seit 2021 fast null Energiegebäude nur noch zulassen können. Das heißt, wir müssen auch sanieren. Ja. Jetzt wissen wir aber bei Bestandsgebäuden nicht, wir haben keine digitale Karte. Und das ist ein tolles Stichwort für Ihre Kunden und auch das, was Deos tut, nämlich das BIM. Was ist BIM? Building Information Modeling. Dass ich also in einer ganz anderen Art und Weise kartieren kann. Also das wird die Vorschrift. Oh ja. Spannend für Ihr Unternehmen, die Gebäudeautomation wird Pflicht. Auch 21 im Dezember hat die EU-Kommission gesagt, neue Gebäuderichtlinie. Und die sorgt dafür, dass wir Gebäudeautomationsfunktionen haben müssen. Ich will mal ganz kurz nur die 4 wichtigsten anreißen und dann mache ich wieder mal einen Punkt. Und zwar müssen die Features in der Lage sein zur kontinuierlichen Überwachung. Energy on Demand wird damit ganz anders möglich. Und spannend im Benchmarking der Energieeffizienz, also ein Vergleich von verschiedenen Betreibern, von verschiedenen Herstellern, von verschiedenen Gebäuden, wird auch gefordert gesetzlich. Es muss eine Kommunikation ermöglicht werden zwischen den verschiedenen Systemen. Ich meine, Deos weiß es besser wie ich und der VDI, wie heterogen heute noch die Landschaft ist, vom Architekten bis zum Facility Manager, benutzen alle ihre eigenen Tools. Das soll BIM überkommen, Building Information Modeling. Und der letzte Punkt, der damit einhergeht, die Interoperabilität. Das heißt also, dass unterschiedliche Geräte mit eigenen proprietären Schnittstelleneigenschaften miteinander vernetzt kommunizieren müssen können. So, super. Sanierungspflicht ist auch gegeben. Ja. Das betrifft uns Privatleute genauso wie die kommerziellen.
Gebäude bis 2027 müssen die kommerziellen Gebäude saniert sein, also in Richtung Null Energie, Primärenergieverbrauch und bis 2030 die privaten. Das sind so zwei, drei Beispiele gewesen, wo der Gesetzgeber zwar Druck macht, aber ich glaube für die Wirtschaft, für clevere Industrieunternehmen auch wahnsinnige Chancen, weil genau das ist ja die Chance. IT und Software enabled vieles in der Automation, was dem dann zu Genüge kommt, beziehungsweise dann auch diese Ziele ermöglicht, zu erreichen. Super, danke für den Abriss. Also da merkt man schon, also Kompetenz ist im Haus VDI mit Sicherheit da und auch der Ausblick. Und vielleicht greife ich eben halt die Punkte Interoperabilität, Zusammenspiel. Fabian, das ist ja im Prinzip das Retrofit, was du als Leiter Produktmanagement ja dann auch versuchst, dann in die Produkte, in die Lösung reinzubringen. Aber wie würdest du denn das beantworten, das, was da gerade draußen beschrieben wurde von Daniel, bezüglich Angebote für Systemintegratoren und Gebäudebesitzer, Betreiber? Ja, sehr schön. Also danke erstmal. Das war eine super Grundlage, die wir hier geschaffen haben, die wir natürlich auch, die uns tagtäglich beschäftigt, dieses Marktumfeld extrem spannend auf der einen Seite, aber natürlich auch in dieser neuen VUCA-Welt auch extrem Wandel. Ne? Und mit den neuen Richtlinien Europa auf nationaler Ebene runtergebrochen, diese ganzen Themen spielen natürlich rein und die gucken wir uns als SEOS natürlich auch an und gucken, wie wir das am besten dann natürlich dann bei uns hier in die Produkte packen können, für die Kunden aufbereiten können, damit wir dort wieder am Markt gut agieren können. Hast du da ein konkretes Beispiel für unsere Praxis, dass es anfassbar ist für unsere Zuhörer? Genau, wir haben in den letzten Jahren uns sehr stark darauf konzentriert, gerade dieses Thema Interoperabilität im Gebäude und auch zwischen den Gebäuden natürlich herzustellen. Wir setzen sehr stark schon seit Anfang an auf das Thema BACnet, also ein standardisiertes, zertifiziertes Protokoll, was wir in diesen Jahren, in diesem Jahr auch nochmal auf eine andere Ebene gehoben haben. Sage ich gleich noch was zu. Ja. Wir haben uns aber in den letzten Jahren extrem darauf fokussiert, BACnet voranzutreiben, unseren Systempartnern, das heißt die ausführenden Unternehmen da draußen in den Gebäuden, zu enablen, überhaupt interoperabel zu sein sozusagen. Das heißt, wir sprechen eigentlich von einer bestimmten Ebene Herstellerneutralität, die wir bieten können. Andersrum natürlich auch die Hersteller, die das auch in den Markt bringen, natürlich auch mit aufschalten können sozusagen. Das heißt, wir haben in unseren Engineering-Werkzeugen für unsere Systempartner viele Tools, effiziente Tools geschaffen, damit sie das in den Gebäuden umsetzen können. Für den Gebäudebetreiber am Ende heißt das, und den Gebäudebesitzer heißt das, dass er ein Gebäude mit extrem hoher Investitionssicherheit vorfindet, weil er natürlich dort auch nicht nur auf DEOS bezogen am Ende wieder Gebäude vernetzen kann, Systeme vernetzen kann, was ja der Hauptanteil am Ende ist, wenn man über Energieeinsparung sprechen müsste. Da müssen wir die Daten rausholen, wir müssen gucken, dass wir die gut zusammenbringen und die Systeme effizient vernetzen und dann auch regeln. Ja, und das ist ja im Prinzip DEOS Kerngeschäft. Also dort sind wir stark und wir haben uns noch stärker aufgestellt auf der Ebene BACnet, um das auch nochmal sicherer zu machen. Also Thema Sicherheit ist ja auch immer heutzutage ein sehr, 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 sehr starker Punkt im Endeffekt. Und da haben wir auf Ebene BACnet auch noch BACnet SC, also Secure Connect, oben drauf gesetzt und haben das in unserem neuen Controller, dem OpenWorks, der natürlich, der dieses Jahr, letztes Jahr, Entschuldigung, wir sind ja schon in 23 wieder, letztes Jahr, als erster Controller zertifiziert wurde. Genau, ne? Als erster Controller auch BACnet SC zertifiziert wurde. Ja. Und wir uns dagegen natürlich auch die Riesen der Branche so ein bisschen bewiesen haben und einfach gezeigt haben, dass wir noch das Schnellboot sind, dass wir da noch hier und da auch nochmal reingehen können und da auch Expertise haben. Ja, also ein Thema BACnet und BACnet SC auf Controller-Ebene, Automationsebene und auch auf der Gebäudemanagement-Ebene. Bringen wir jetzt zu ISH im Prinzip den Open Web, also unsere Gebäudeleittechnik als voll zertifizierte BACnet GLT als Gebäudemanagementsystem im Prinzip auch mit BACnet SC Anschluss. Das heißt, dort haben wir jetzt eine extrem sichere Verbindung im Gebäude und können das natürlich auch benutzen, um verschiedene Gebäude zu vernetzen, die BACnet SC sprechen. Also und greifen dort die Interoperabilität dann sozusagen dann dadurch an, können also dann auch Anlagen, die im Gebäude schon vorhanden sind, wirtschaftlich mit anbinden. Das ist ja auch für Gebäudebetreiber, glaube ich, auch sehr wichtig, dass wir nicht immer halt gleich kernsanieren müssen, was Technik angeht. Ne? Deswegen schrittweise in die energetische Optimierung reinbringen. Und da würde ich ganz gerne Thorsten nochmal anspielen. Thorsten, du bist ja Bereichsleiter unserer BIT, also dort, wo unsere IoT-Produkte und Lösungen eben halt auch entstehen. Mit welchen Anfragen kommen Kunden gerade zu dir, zu euch, an den Vertrieb, an die technischen Einheiten?
Ja, gute Frage. Gerade in der jetzigen Zeit, wo wir uns jetzt gerade befinden, kommen vorrangig die Fragen, wie kann ich schnell Energie einsparen im Gebäude, ohne groß, ich sag mal, die Wände aufzuschneiden, ja. Kabel zu verlegen und so weiter. Und wie kann ich den Energieverbrauch wirklich monitoren und es immer auf dem Bildschirm darstellen, dass die Entscheider für Energieeinkauf oder auch für die Mitarbeiter, dass solche Daten transparent gemacht werden können, um zu zeigen, guck mal, hier kannst du noch Energie sparen. Aber ein großes Thema, da sind wir aber schon auch aus den Punkten, die Daniel vorgestellt hat, schon im letzten Jahr angefangen, haben wir produktmäßig, um da auch eins zu nennen, im Moment ein Produkt, wo man sehr schnell Energie wirklich von Tag 1 im Gebäude einsparen kann. Unser wartungsfreies Heizkörperthermostat, was auf LoRaWAN-Basis funkbasiert ist. Und ich sag mal, du sagst es immer so salopp, einfach mit der roten Wasserpumpenzange schicke ich den auszubildenden Elektriker oder wen auch immer los und verteile die Thermostate im Gebäude und von Tag 1 an geht es wirklich los. Und dieses Produkt haben wir dann auch was Fabian gesagt hat, wirklich so, ich sag mal, auf die Beine gestellt, dass wir es in verschiedenen Bereichen einsetzen können. Einmal wirklich als autarkes System für sich, wo ich eine Regelstrategie natürlich für Räume hinterlegen kann mit Temperaturzeiten, Komfort, Pre-Komfort, die ganzen Schlagworte, die da fallen. Aber das Ganze auch relativ einfach über unser Lösungsangebot dann in eine bestehende Gebäudeautomationsanlage einbinden kann per Modbus. Und wenn mir das dann noch nicht reicht, kann ich dann über unser Cloud-System die komfortable Bedienung auch noch jedem Benutzer visuell zur Verfügung stellen und auch aus der Ferne ein Gebäude wirklich tracken, monitoren und mir natürlich auch die Energieverbräuche, die Temperaturverläufe mal ansehen. Und was das ganz Spannende wirklich an diesem Thermostat ist, ja. Thomas hat es gerade genannt, das ist wirklich ein wartungsfreies Thermostat, das heißt, da ist ein Thermogenerator drin, der halt aus der Vorlauftemperatur seine Energie erzeugt, die zwischenpuffert natürlich in einer Batterie. Aber als ich sag mal, Haustechniker brauche ich eigentlich nie wieder an dieses Thermostat dran, um Batterien zu tauschen, wie das System läuft. Also das heißt, das optimale Produkt für Retrofit, Bestandsoptimierung, die Thematik, die wir haben, dass wir ja im Grunde im Neubau heute schon extrem hohe Standards haben, aber natürlich der wesentliche Bestand, wenn wir mal Deutschland nehmen, ja eigentlich das Thema ist. Und wir hatten ja historisch, glaube ich, 1% Renovierungsquote pro Jahr. Da sind wir alle nicht mehr da, bis wir dann mal durch sind. Selbst wenn wir das auf 2-3% steigern würden, was im Moment aus Fachkräftemangel und ja kaum möglich ist, ist das eine Riesenaufgabe. Und ich glaube, das ist eigentlich die Kernaufgabe, die sich die Branche, nicht nur wir als Unternehmen, aber auch die Branche nehmen muss. Wie kriegen wir die Bestandsgebäude wirklich optimiert, energetisch saniert, vielleicht nicht auf den perfekten Neubauzustand, aber zumindest dramatisch nach vorne entwickelt. Ja, und Thorsten hat es ja gerade angesprochen, also für dieses Energiemonitoring und dann vielleicht auch noch funkbasierte Sensoren reinzubekommen oder Zähler, die man fern auswerten kann, muss ich eben halt das Gebäude nicht mehr aufstellen. Ich kann während des Betriebes mit unserer Lösung da tatsächlich eben halt sehr schnell energetisch optimieren. Und diese Digitalisierung, dieses zunehmende Mehr, ist ja auch ein Punkt Richtung Sicherheit, wo ich sage, ja, da eben halt werden Gebäude eben halt auch vielleicht ein bisschen fragiler. Und ich weiß von dir, Daniel, dass das Thema Sicherheit in Gebäuden auch eben halt ja auch so dein Leib- und Magenthema ist, weil du beschäftigst dich ja auch eben halt in anderen Rollen, die du in dir trägst, ja auch gerade damit. Vielleicht kannst du da mal aus deiner Sicht eben halt sagen, wie das Thema Sicherheit in Gebäude vielleicht in Zukunft mehr und mehr unser Leben beeinflussen wird. Ist sehr viel Einfluss gerade da. Mhm. Eben haben wir schon einige Stichworte gehört. Intelligente Aktoren, Sensoren. Wir wollen Fernwartung durchführen können. Concierge-Funktionen, Monitoring-Funktionen, auch wenn man an den Gesundheits-, an den Healthcare-Bereich denkt, alternde Gesellschaft oder auch Kinder oder auch Lichtdimmen. Ich meine, das ist heute schon ein Standard. Ich bewege mich in einem Raum und das Licht ist dann nur an und aus, wenn ich tatsächlich dort bin. Aber auch die Frage, wenn du im Urlaub bist, warum sollte die Raumpflegerin jeden Tag kommen? Also auch solche Dinge kann ich natürlich digitalisieren, wunderbar, mit intelligenten Features, mit Smart Devices. Also
Und da passiert ja gerade Folgendes interessanterweise. Das Klassische, meine On-Premise-Software, die habe ich im eigenen Netzwerk integriert und eingebunden und betreibe sie dort. Aber mehr und mehr sehen wir den Übergang zu Cloud-Anwendungen. Und erstmal bieten die Cloud-Anwendungen ja auch eine Menge Vorteile. Mhm. Neben den Kostenvorteilen, ich habe skalierbare, flexible IT-Infrastruktur. Ich muss nicht eine riesengroße Mannschaft und Ressourcen bereithalten. Ich kann auch sehr gut kommunizieren, kooperieren und kann dann auch in Richtung Interoperabilität mit anderen halt eben Plattformen zum Beispiel schaffen. Also das sind so ein paar Schlagworte, warum das Cloud Computing und die Nutzung der Cloud spannend und interessant ist. Die Kehrseite ist jetzt natürlich die Frage, auch für kommerzielle Anbieter und Kunden, naja, wo setze ich jetzt meinen eigenen Aufwand und mein Know-how auf, wenn ich dann weiß, das ist eine permanente Spirale nach oben, nämlich die Eskalation der Angriffe. Nicht nur in Zeiten von leider Krieg, den wir gerade haben, sondern einfach, weil das niemals aufhören wird. Das ist vollkommen klar. Also auch das ist ein technologischer Fortschritt, wenn man so will. Und dem muss ich dann flexible Response immer wieder entgegenhalten. Also stecke ich das in eine eigene Software, IT-Security-Mannschaft, Kompetenz und Know-how und hechle ständig hinterher. Oder aber ist es ein sinnvoller Gedanke, dass ich sage, ich habe einen Dienstleister, ich habe einen Partner, der aus einer Hand das Ganze mir im Grunde genommen dann auch absichert und filtert und dafür sorgt, dass da nichts Böses passiert. Ja. Denn wie gesagt, die zunehmende Vernetzung, die Intelligenz, auch das ganze Thema IoT 4.0 führen einfach dazu, dass ich auch verwundbar bin, wenn ich nicht weiß mit Kompetenz und Erfahrung, wie sichere ich das ab. So, und ich glaube, da gibt es auf der einen Seite die Möglichkeit, sich an die ganz Großen zu wenden. Das ist aber nicht immer nur, wie soll ich das politisch opportun ausdrücken, gewünscht von Kunden. Zumal wenn die Software dann möglicherweise aus den Vereinigten Staaten nur kommt, andere Daten. Hat ein Geschmäckle manchmal, ne? Könnte ein Geschmäckle haben, vielleicht betreiben wir es in Deutschland und Europa manchmal ein bisschen, wo wir uns selbst mit dem Formalismus Datenschutzgrundverordnung im Weg stehen. Aber es hat schon einen sinnvollen Kern. Asien ist vielleicht auch nicht unbedingt die Quelle für Sicherheitssoftware, die wir unbedingt haben wollen oder unsere Kunden dann auch ein bisschen vielleicht die Nase rümpfen. Und insofern wäre es natürlich besonders schön, in Europa etwas zu haben. So, und da gibt es ja Startups. Und da gibt es ja auch Förderung und Finanzierung des Staates, der sagt, ja, wir wollen mehr eigene Softwareentwicklung. Das ist übrigens auch etwas, was der VDI-Latent unterstützt. Und ich glaube, gehört zu haben, da gibt es jetzt auch Innovationen in eurem Hause. Ja, aus einer Hand, kurz rein. Aus einer Hand dem Kunden nicht nur die smarten Aktoren und Sensoren und das Smart Metering und das Smart Monitoring zu ermöglichen, sondern halt eben auch eine maximal hohe Sicherheit, die dann auch den Zugriff möglicherweise auf Zeit oder an einer Lokalität, an einem bestimmten Ort, dezentral irgendwo in der Welt, dezidiert ermöglicht. Ja. Ich meine, ich habe da mal was gehört. Das ist genau, da ist genau richtig, da hast du mal was gehört. Aber um dann auch nur ganz kurz auszuholen, also es ist schon eigentlich von Anbeginn meiner Zeit bei Deos, und wir sind jetzt schon 15 Jahre, ist mir immer ein Anliegen gewesen, dass wir unsere Partner, Kunden, aber auch unsere eigene IT-Infrastruktur immer auf dem Stand der Technik schützen und vor Angriffen schützen. Aber auch den Fachleuten, die also, ich sag mal, in Kundenanlagen immer rein müssen, da die einen Komfort bieten, dass das einfach geht, in Anführungszeichen, und ich nicht für jede Kundenanlage, wo ich mich als Techniker einwähle, einen neuen VPN-Client habe, dies und das und jenes. Das heißt, da haben wir ein Standardportfolio wirklich entwickelt, setzen da auf führende Anbieter am Markt, und wir als Deos kümmern uns darum, dass diese Anlagen immer auf Stand der Technik sind, immer aktuell sind, firmenweit aktuell sind. Und da obendrauf, neben den normalen Themen, dass wir Standorte miteinander sicher vernetzen können, Zugänge generieren, werden wir in diesem Jahr ein neues Feature noch bringen, dass Bernhard, du als Kunde dann nochmal zusätzlich entscheiden kann, darf ich als Fachpersonal mich in die Anlage jetzt wirklich um 16.30 Uhr einwählen. Das heißt, wenn ich das möchte, kriegst du auf deinem Handy-Device einen Hinweis, hallo, der Thorsten will sich einwählen.
lasse ich das zu, ja oder nein, lasse ich das für eine Stunde zu, für zwei Stunden und so weiter. Spannend, ja. Ja. All solche Funktionen sind da mit dabei. Das kann man dann weiter noch kombinieren, dass du als Bernhard das nur kannst, wenn du an der Geolocation zum Beispiel bist. Und. Also Features, die den Sicherheitsstandard nochmal wirklich deutlich erhöhen, um halt Leute außen vor zu lassen, die in ein Gebäude selbst über die EDV nicht reinkommen sollen. Ja. Und ich darf eine Frage reinschmeißen in diese Runde, aber vielleicht sogar nachher auch mit den Teilnehmern. Wir erleben ja gerade, dass Infrastruktur, Achillesferse unserer Gesellschaft, unseres Staates sind, müsste die Bundesregierung nicht viel, viel stärker eingreifen, weil zumindest mal ja große Gebäude ja sicherlich zur Infrastruktur gezählt werden müssen, sei es Bahnhöfe oder. Müsste die Bundesregierung nicht eingreifen, viel stärker verpflichtend hinterhergehen, und wäre der VDI nicht vielleicht ein Partner, der dieses Thema dann auch stressen könnte und Lobbying dafür betreiben könnte? Weil eigentlich kann es ja nicht sein, dass wir heute Anlagen hochwertig betreiben, aber der Zugang letztendlich der einfachste Hacker praktisch sich verschaffen kann und damit den ganzen Bahnhof lahmlegen kann. Das kann ja nicht der Weisheit letzter Schluss sein. Lieber Thomas, deine Frage lässt mich mehrfach zucken. Ich will auch zwei, drei Schlag- und Stichworte aufgreifen. Lobbyarbeit, da muss ich mich vor verwahren. Das ist mein Auftrag als Vertreter des VDIs. Ich sagte an einer Stelle, wir sind ja überparteilich neutral, und das über 166 Jahre hat er hingekriegt. Nichtsdestotrotz, es gibt unter anderem sowas wie parlamentarische Abende, wo wir dann auch in die Landtage und mit Abgeordneten und dann auch mit F&E-Verantwortlichen Abteilungsleitern da zusammenkommen. Also ja, das BSI, also Bundesministerium für Sicherheit und Informationstechnologie, das ist so, was ich vorher sagte, so eine Flexible Response, also ein ständiges Hinterherjagen, um auf den neuesten Stand der Technik zu kommen und halt eben zu schützen. Informiert ja auch sehr gut, gibt auch Warnungen raus. Ich glaube persönlich aber auch als Bürger ganz einfach, hilft dir selbst, dann hilft dir der liebe Gott, was meine ich damit? Also Industrie, Wirtschaftsunternehmen sollten tatsächlich, deshalb vorher auch das Schlagwort, das Stichwort Startups, Tech-Startups. Da passiert ja wahnsinnig viel, und wir wissen ja, wir wollen und müssen sowieso wegen der allgemeinen Wettbewerbsfähigkeit im Software- und IT-Bereich mehr tun. Es reicht nicht, eine SAP in Deutschland zu haben. Und diese Verbünde, die sich da abzeichnen, Mittelstand, innovative Unternehmen wie vielleicht auch Deos, zusammen mit pfiffigen, quirligen, sehr schnellen, agilen, kleinen, auch Cyber-Security-Applikationen, Unternehmen, die können da was tun. Und um dann hinterher hinzugehen und dem BSI zu sagen und auch der Regierung, schaut her, wir haben hier eine Lösung, und die ist auch abgesichert, die ist auch zertifiziert zum Beispiel, da haben wir Evidence, fördert uns die zum Beispiel. Also da sehe ich den Staat auf jeden Fall in der Pflicht, das noch offensiver, noch massiver, noch unbürokratischer zu befördern, diese Interaktion und Kooperation zwischen Kunden, die da am Bildschirm jetzt heute möglicherweise sind, und solchen innovativen Gebäude automatisieren wie Deos, um da die Schlagzahl, die Schlagkraft zu erhöhen. Müsste der Konjunktiv, den du formuliert hast, lieber Thomas, ja, der Staat müsste, aber nochmal. Ja, wobei es ging mir nicht gar nicht so sehr um die Förderung, es ging mir mehr um die verpflichtende Einführung zum Beispiel eines BSI-Zertifikates für eine Gebäudeabnahme im öffentlichen Dienst oder in der öffentlichen Hand oder ähnliche Dinge. Also im Grunde genommen das Thema im Bewusstsein und sicherlich auch über einen gewissen Druck in den Markt hineinzubekommen, um einfach die Summe, das Sicherheitsniveau nach oben zu bringen. Technologie und Applikation kommt von innovativen Unternehmen aus der Wirtschaft, sei es Startup oder auch der Angestellte. Ja. 100%. Vielleicht, damit wir nicht dazu sehr vertiefen, und in Anbetracht der Zeit würde ich ganz gerne noch in zwei, drei Ecken leuchten in dieser Pressekonferenz, in dieser Diskussion. Du hattest vorhin ja eben halt die Cloud-Lösung gesprochen. Thorsten hatte ja auch gesagt, ja, wir haben ja unsere eigene entwickelte Cloud-Lösung, aber die ganzen Themen, Fabian, die müssen ja auch einfach sein, handelbar sein. Fachkräftemangel haben wir auch da draußen. Ich will das Thema auch nicht stressen, aber trotzdem eben halt, dass unsere Lösungen dann eben halt am Ende auch bedienbar sind. Bedienbar für die Integratoren, auch die klagen.
so wie eben halt auch der Hausmeister mit dem Schlüsselbund, der stirbt ja auch aus, mit dem, ne, der eben halt im Keller rauf und runter hängt. Wie würdest du die Dinge zusammenbringen? Ja, gerade Fachkräftemangel, deswegen fand ich das auch gut, dass das vorhin schon gefallen ist im Prinzip. Das ist im Moment Megatrend, völlig dabei, der spürbar ist. Ne? Also das ist ja nicht so, dass das nur auf dem Papier steht, sondern wir merken das, unsere Partner merken das da draußen, die finden keine adäquaten Handwerker, um weiter zu unterstützen im Prinzip. Technisch gut ausgebildete Fachkräfte sind in Mangelware und da kommen wir natürlich gerade in Deutschland ja auch mit unserem guten Ausbildungsstand immer wieder in die Bedrohung, dass wir dort eigentlich auch gut Ausgebildete aufsetzen seit je und her. Ja, das ändert sich stark. Ja, wir haben einerseits die gut Ausgebildeten, die jetzt Babyboomer etc. In den nächsten Jahren auch das Feld verlassen, sage ich mal, einen guten Job gemacht haben. Gefühlt kommt da zu wenig nach. Ne? Und das merken wir alle. Und wir sind sehr darauf bedacht, natürlich dann auch für die Zukunft die Sachen so aufzubereiten. Thorsten hat es angesprochen. Ich meine, das sind Sachen, die heute normal sind, dass man mit dem Handy bedient, dass man Inbetriebnahmen natürlich auch dann aus der Ferne macht, dass man nicht mehr zwei Leute zur Baustelle schicken muss. Alle diese Sachen, das sind Sachen, die wir auf dem Zettel haben, die wir in unsere Entwicklung einfließen lassen, um dort dann schnell auch wieder Lösungen zu bringen und schnell unsere Partner auch zu unterstützen, die genau das Problem haben. Die können nicht zwei Leute schicken. Ja? Von dem her müssen wir gucken, dass wir Sachen digitalisieren, digitale Angebote machen. Da ist Thorsten natürlich sehr stark mit drin, mit den Connect-Themen, also digitaler, virtueller Techniker, so ein Stichwort im Prinzip hier hinten dran. Da kann man 10 Gebäude auf einmal sich vornehmen im Prinzip und braucht nicht zu jedem hinzufahren. Fahrtkostenminimierung, all diese Themen. Und das ist natürlich Sicherheitsaspekt. Ich meine, das ist für uns fast schon ein DNA-Bestandteil mittlerweile, seit je und dass wir Gebäudeautomation und IT im Prinzip und IT sehr stark natürlich mit dem Fokus Sicherheit heute da zusammengebracht haben. Alle diese Themen müssen wir immer aufbereiten, das hast du auch gesagt, natürlich erstmal für unsere Systempartner, das sind im Prinzip die ausführenden Unternehmen, die Fachkräfte stellen, die müssen unsere Systeme im Prinzip gut bedienen können, aber gut in Betrieb nehmen können, da geht die meiste Zeit drauf, gut projektieren können und da haben wir effiziente Tools im Prinzip geschaffen, Bibliotheken dazugestellt, damit sie schnell vor Ort arbeiten können und das natürlich gepaart dann mit den digitalen Themen, damit man schnell im Prinzip dann auch nachher die Konnektivität sicher herstellt und dann auch die Gebäude im Griff hat, sozusagen. Ne? Mhm. Ich würde das ganz gerne ergänzen, weil Thomas Patzelt hat mich korrekterweise eben erinnert, ich habe da etwas nicht erwähnt, nämlich im BIM, Building Information Modeling, wird auch genau das gefordert, was du gerade sagst. Wir sind heute noch Status Quo in den Gebäuden sehr technologiegetrieben. Aber nicht alles, was an Technologie drin steckt, wird schon wirklich genutzt und verstanden. Das geht in deine Richtung. Also ich muss es easy to use machen, der Humanfaktor, der menschliche Faktor. Ne? Also es muss Spaß machen, es muss verstehbar sein, es muss intuitiv bedienbar sein. Das ist die eine Forderung. Und konkret jetzt Cybersicherheit, sorry, ich habe es vorher übersehen. Nein, es steht auch drin, ab 2027 müssen öffentliche Gebäude zumindest und auch kommerziell betriebene Gebäude über das BIM auch aufzeigen, wo ist der Security-Level erreicht und wie wird er auch kontinuierlich nachgehalten, dass also da Angreifbarkeit auch reduziert wird. Ja, super. Ja. Vielleicht in Anbetracht der Zeit, Thomas, wir haben heute ja über DEOS-Lösungen und Sichtweisen gesprochen. Wir sind jetzt ja auch Teil der schwedischen Regierungsgruppe. Was bedeutet das eigentlich, Ausblick eben halt für Interessenten, potenzielle Integratoren und sagen, Mensch, ich hätte auch Lust, eben halt von DEOS hier Lösungen eben halt einzusetzen. Ja, das Ganze ist ja im Mai über die Bühne gegangen. Unser ehemaliger Eigentümer mit mehr als 2 Jahren Vorbereitung haben wir uns sehr genau überlegt, wie wir die Nachfolgeregelung regeln und haben eigentlich den Wunschpartner mit Regin gefunden. Warum Wunschpartner? Zunächst mal ist Regin genauso Mittelstand wie wir. Sie sind strategisch sehr ähnlich aufgestellt wie wir, sie sind langfristig denkend. Und wir haben festgestellt in den Vorgesprächen, dass wir sehr komplementär sind. Also es gibt viele Themen auf der Produktseite, die Regin kann und wir nicht und umgekehrt. Und es gibt auch auf der vertrieblichen Seite, vertrieblichen Abdeckungen im Markt, eine sehr, sehr hohe komplementäre Situation, sodass wir eigentlich sagen können, um einen alten Begriff zu strapazieren, in diesem Fall ist wirklich 1+1 mehr als 2. Das heißt, unsere Kunden, unsere Partner
dürfen aus dieser Partnerschaft ein breiteres Portfolio, einen umfangreicheren Service, eine signifikante Weiterentwicklung auch der DEOS langfristig erwarten, dürfen neue Produkte und Lösungen erwarten und dürfen natürlich auch ein langfristig abgesichertes Fundament auf der Eigentümerseite und damit letztendlich einen verlässlichen langfristigen Partner zu haben erwarten. Ja. Ja, danke. Also das heißt im Prinzip wirklich zuverlässiger Partner nach vorne hinaus. Vielleicht so schon ein bisschen so Richtung letzte Runde laufen, Abschluss. Thorsten, warum sollte man auf unseren ISH-Stand kommen aus seiner Sicht mit den Lösungen der BIT? Ja, einmal, weil wir sehr viele spannende Themen mit haben. Da jetzt immer, ich will es nicht sagen zu stressen, aber wir sind mit unserer ProBuilding Suite natürlich vertreten auf dem ISH-Stand, wo wir einmal noch auch deutlich zeigen können, dass wir mit dieser Plattform, ich sag mal, nicht nur ein Energie-Reporting-Monitoring machen können, sondern auch Dinge darüber hinaus, wo wir unseren digitalen Zwilling zeigen, also das digitale Abbild zum Gebäude, wo wir nicht nur, ich sag mal, auf die DEOS-Welt wirklich festgefahren sind, sondern herstellerneutral wirklich Daten aus einem Gebäude aufnehmen können und die dann visuell darstellen oder auch Drittsystemen wieder zur Verfügung stellen, um da andere Dinge mit zu tun. Mhm. So wie die Arbeitsweise, ich sag mal, Stand heute eigentlich ist. Viele Unternehmen haben Plattformen und ich sag mal, Lösungsangebote in dem Rahmen, aber ich sag's mal wirklich so, wir sind da, so wie wir die Plattform oder den Unterbau, Data Lake, so nennt man es ja, aufgebaut haben. Meist können oben ganz viel reinschmeißen in den Trichter, normalisieren die Daten und jeder kann damit arbeiten. Mhm. Und Fabian, wir zeigen ja wirklich anhand von Praxisbeispielen, Use Cases, unsere Produkte, statt Hardware einfach nur an die Wand zu hängen. Kannst du da ein bisschen Ausblick geben, worauf sich Besucher, Interessenten freuen können? Ja, genau. Wir haben uns stark darauf konzentriert, insgesamt natürlich nach Use Cases darzustellen, dass es greifbar wird. Und wir nicht über Theorie sprechen im Prinzip. Wir wollen auch dort Sachen ausstellen, die wir haben wirklich und nicht noch 2 Jahre Entwicklung in Zukunft irgendwie dort zeigen. Gerade mit dem Zusammenschluss Regin-Gruppe kriegen wir nochmal ein Riesenportfolio an Raumlösungen mit dazu. Also Raumautomation wird ein Riesenthema werden auf der ISH für DEOS, zusammen mit der Regin natürlich. Ja. Dort haben wir schon erste Schritte gemacht. Wir werden das ins Portfolio integrieren. Das heißt für DEOS immer nicht einfach Produkte aufzunehmen und nicht einfach die Hardware mit an die Wand zu nageln sozusagen, sondern das heißt für DEOS natürlich tief in die Engineering auch reinzugucken, zu gucken, wie kriegen wir das effizient nachher für den Partner hin. Also wir reden dann nachher über Raumautomation, nicht mehr über die eine Anlage, sondern über 200 Räume im Hotel zum Beispiel. Ja, und da brauchen wir Massenparametrierwerkzeuge. Da brauchen wir andere Werkzeuge im Prinzip, als wenn wir vor einer Heizungsanlage stehen, ne, und die programmieren und diese Werkzeuge und diese Integrationstiefe, das sind unsere Partner eigentlich von uns gewohnt. Ja. Wir wollen effizient draußen arbeiten und das sind natürlich auch mit allen Sachen, die wir mit im Portfolio anbieten. Und das ist beim Raum ein Riesenthema. Und das integrieren wir mit rein. Das zeigen wir auf der ISH das erste Mal richtig im Prinzip, wie wir unsere Lösungen dort in Kombination anbieten im Prinzip. Ja, und das ist ein Riesenthema, neben dem anderen Portfolio, was natürlich die Regin-Gruppe mitbringt auch. Also Sensorik ist so ein Thema, was wir natürlich dann auch mitspielen werden. Denke aber Raum ist dort ja schon das, was wir auch merken, was wir auch brauchen für eine ordentliche Regelung eines Gebäudes. Wir brauchen die Sensorik im Raum, wir brauchen auch eine Regelung im Raum. Das heißt, nicht nur die Primäranlagen betrachtet, sondern auch die Raumautomation betrachtet. Das ist etwas, was, glaube ich, ein Riesenhighlight ist, neben natürlich vielen anderen Sachen, die wir noch im Köcher haben. Wir müssen ja nicht alles erzählen, sondern darf man mal spannend bleiben. Genau. Können wir uns ein bisschen darauf freuen. Also ein bisschen Sneak Peek. Ich würde gerne ergänzen, das ist für mich persönlich immer der allerwichtigste Grund bei so einer Messe. Es gibt keine bessere Möglichkeit, die Menschen der DEOS, die Spezialisten der DEOS, diese geballten Formen auch kennenzulernen, zu fachsimpeln, auch mal ein Bier miteinander zu trinken. Weil letztendlich ist die DEOS sind die Menschen, die hier arbeiten, sind die Spezialisten. Technologie ist genügend da, ist mir schon mal gefallen, gibt es heute zu Genüge. Die Menschen müssen es mundgerecht für die Kunden, für die Partner machen. Und diese Menschen sind da, sind fassbar. Und allein das ist aus meiner Sicht immer ein Grund, um bei ISH auf unserem Stand vorbeizukommen.
ein schöner Punkt, um diese Runde vielleicht abzuschließen. Und wie ich in der Anmoderation auch gesagt habe, gerne Ihre Fragen können Sie gerne jetzt stellen im Chat. Zwei, drei Fragen sind schon im Vorfeld reingelaufen. Und die habe ich mir hier ausgedruckt, damit wir schon mal loslegen können, während Sie tippen. Eine Frage wahrscheinlich Richtung Sicherheit, Thorsten. Dieser Trend bzw. die Bereitschaft, wirklich in Cloud-Lösungen und IT-Sicherheit zu investieren. Du diskutierst ja viel mit den IT-Verantwortlichen der Gebäudebesitzer und Betreiber. Wie ist da die Schwingung gerade? Wie ist da die Bereitschaft, jetzt zu investieren? Mit welchen Argumenten kriegst du sie vielleicht im Halt doch dahinblickend, dass sie im Halt dort unsere Lösung einsetzen? Die Argumente, also erstmal ist in Deutschland oder gerade in Deutschland das Thema Sicherheit schon in den letzten Jahren angezogen, dass also Unternehmen wirklich mehr Geld investieren in das Thema Sicherheit, Zugänge von außen. Das Thema Corona hat eine ganz große Rolle gespielt, dass ich sag mal, auch Standardzugänge für das tägliche Doing, dass die Leute von zu Hause im Homeoffice arbeiten können, ich sag mal, hochgefahren wurden. Manchmal sind dann die Sicherheitssysteme auch ein bisschen hinderlich. Ja. Argumentativ, wenn ich mich mit IT-Verantwortlichen dann unterhalte, ich oder ein oder zwei aus meinem Team, da wir, ich sag mal, auf Standardportfolios setzen, dass wir jetzt nicht ich sag mal, eine Sicherheitshardware, also eine Hardware, sag ich mal so, selber entwickelt haben, sondern die Sachen wirklich anfassbar sind, vergleichbar sind. Und dass es wirklich einfach ist und nachvollziehbar dann und auch belegbar der Sicherheitsstandard erhöht wird, ist die Bereitschaft da, dafür zu investieren. Und was auch bei großen Unternehmen, egal ob es jetzt Industrieunternehmen sind oder öffentliche Bereiche, die IT-Verantwortlichen haben mit dem normalen Doing, was sie für ihre IT-Infrastruktur zu tun haben, schon genug zu tun, dass sie auch froh sind, ganz oft, wenn ich sage mal, fachkompetente Partner auftauchen und sagen, für unseren Zugang für den MSR-Bereich, sage ich mal so, oder verantwortlich für eine Gebäudeautomationsanlage, bringen wir den eigenen Zugang mit. Den habt ihr monitoringtechnisch in der Hand. Das heißt, das ist jetzt nicht irgendwie ein schwarzes Loch, was wir da aufmachen, aber ihr braucht euch da nicht drum kümmern. Ihr habt dann die zentralen Zugänge, um auch Zugänge zu sperren und alles, was dazugehört, aber sie brauchen administrativ da erstmal nichts dran machen. Mhm. Ich gucke mal gerade zu Christina hinter der Kamera. Fragen sind noch nicht eingelaufen, dann mache ich weiter. Eine zweite Frage habe ich hier auch. Vielleicht für dich, Fabian, das Thema Schnelligkeit, schnell zu programmieren, das tangiert ja eben halt auch uns. Und hier war eben halt auch die Frage, wo man das als Systemintegrator tatsächlich merken kann, dass DEOS oder der Integrator, würde ich jetzt für ihn sprechen, der Integrator eben halt mit DEOS viel schneller zum Ziel kommen, wirtschaftlicher kalkulieren kann, sicherer kalkulieren kann. Ja. Wo merkt er das? Ja, wir haben, ich habe es vorhin ein paar Mal zwischendurch schon erwähnt, im Prinzip im Automationssystem, in unserem Engineering-Bereich, also das Programmierwerkzeuge im Prinzip, die wir mit enormen Bibliotheken ausgestattet haben, um dort schnell mit Bausteinen arbeiten zu können, für den HLK-Bereich vorbereitet, extrem energieeffizient, natürlich mit der Regelung dahinter und gleich grafisch schon aufbereitet. Das heißt, bei der DEOS, so ziemlich den einzigen, den ich kenne, mit einer grafischen Programmierung, wo auf der GLT-Ebene im Prinzip sofort die Anlagenbilder entstehen. Also das ist etwas, was wir immer als Effizienzfaktor mit reingeben, wenn es wirklich das gesamte System sein soll. Plus wir haben natürlich die Engineering-Werkzeuge auf der BACnet-Ebene komplett effizient, also effizient gestaltet für den Partner, sodass sie damit extrem schnell in Zeiten pro Datenpunkt im Prinzip kalkulieren können, auch in ihren Projekten. Kannst du da konkrete Zahlen nennen? Also ich weiß ja, wir haben ja mit einigen Integratoren mal auch wirklich Projekte gereviewt, Messungen gemacht. Ja. Wo kann man sagen, ja, pro Datenpunkt, wo liegt da? Ja, es kommt natürlich immer ein bisschen drauf an. Ich bin da ein bisschen vorsichtig immer, weil die Rahmenbedingungen natürlich, also Projektleitung dazu oder nicht. Also das ist bei manchen, die kalkulieren dort ein bisschen anders. Ja. Und es ist natürlich auch so ein bisschen, wenn die uns diese Daten geben, dann sind das natürlich auch ein bisschen, also ich würde die ungern hier beitreten, okay, sozusagen, weil es auch falsch verstanden werden kann. Wir wissen aber, dass wir im Benchmark und deswegen auch die Messung, die wir gemacht haben im Prinzip,
sehr gut abschneiden. Und wir haben ja auch hier in-house einen Geschäftsbereich im Prinzip, der selber Projekte macht. Das heißt, wir haben dort einen direkten Zugang und wissen, wie die Projekte laufen und haben dort die natürlich im ständigen Monitoring auch die Projekte laufen und gucken uns da an, auch aus Produktebene, also das ist ja dann Entwicklungsebene sozusagen, gucken wir uns an, passt das noch? Also sind wir da gut wirtschaftlich unterwegs? Können unsere Partner damit gut arbeiten? Und da steht immer ein klares Ja. Also, und das monitoren wir jedes Mal und gucken natürlich auch, dass wir dort einen Wert für den Partner erzeugen. Das heißt, wenn wir da noch eine Minute beim Datenpunkt runterkommen, dann ist das schon wieder ein Wert, den wir geschaffen haben beim Partner, wenn der natürlich dann diese effizienten Werkzeuge auch zur Verfügung hat. Mhm. Und so können wir hier natürlich sehr gut austarieren mit unserem Geschäftsbereich vor Ort, der natürlich sehr begrenzt die Projekte macht, also da nicht in Konkurrenz steht mit unseren Systempartnern, aber trotzdem natürlich ein extremes Praxiswissen dann wieder reinbringt, ne, in die Entwicklung. Ja. Das ist ja ist auch ein großer Vorteil der Deos. Am Rande. Super. Und der Partner, der dann auch, ich sag mal, unser Partner hier vor Ort, aber auch viele andere Systempartner, die dann auch zum Beispiel auf die Connect-Lösung setzen, um den sicheren Zugang zu der Anlage zu haben, machen dann auch, ich sag mal, Funktionsupdate oder Update der Controller, was weiß ich, alles aus der Ferne. Das heißt, da bin ich auch wieder effizienter unterwegs als Systempartner, habe die Reisezeiten nicht, wir haben es ja alle schon erwähnt, und kann da am Tag auch wirklich mehr schaffen. Super. Ich sehe gerade ein Zeichen von Christina. Eine Frage ist eingelaufen. Christina, magst du die mal stellen? Genau, ich starte einfach mal. Wir haben ja jetzt viel über BIM und Performance Building Twins gesprochen. Und gerade im deutschen Markt sind wir ja im Bereich der Wohngebäude, egal ob Neubau oder Bestand, noch weit weg davon. Wie lautet eures Erachtens nach in diesem Kontext also der erste und zweite Schritt? Wer mag die Frage greifen? Das ist was für klassische MSR oder? Ja, ich überlege gerade, ob es wirklich auf BIM abzielt wirklich die Digitalisierung der Gebäude im Endeffekt, was ja erstmal Grundlage ist, auch um überhaupt BIM zu machen am Ende. Also wir müssen ja erstmal die Systeme ertüchtigen, überhaupt dann auch Daten zu liefern, um wieder in den digitalen Zwilling zurückzuliefern. Also das komplette BIM-Modell am Ende ist ja ständig connected mit dem Gebäude. Das heißt, wir können auch dort wieder monitoren. Das heißt, wir haben alle Bausteine, die BIM hat, die BIM beschreibt, bieten wir in einer bestimmten Art heute schon. Wir haben in Deutschland eher das Problem, das ist meine Meinung dazu, dass wir dort immer noch eine starke Gewerketrennung und keine durchgängige integrale Planung hinbekommen. Und das ist eher etwas, was wir leider heute noch nicht beeinflussen können als Deos. Ja. Also von dem her, da ist zum Beispiel vielleicht der VDI wieder ein guter Ansprechpartner, weil dort ja auch die Planer etc. pp. Reinarbeiten und vielleicht auch dort nochmal die zusammengebracht werden können, die verschiedenen Gewerke. Weil das ist genau das, wo wir immer sehen, oh, es hakt jetzt im Projekt und wir können eigentlich gar nichts mehr tun. Ja, weil schon Heizung, Lüftung, das steht schon. Ne? Also Daniel, ganz kurz, und Thomas auch noch, und dann müssen wir ein bisschen auf die Uhr gucken. Auf jeden Fall Bestätigung, Fabian, diese Trennung der Gewerke ist noch ein Issue, also da ist Luft nach oben, ganz klar. Und die Bestandsgebäude, das ist auch die größere Problematik, um auf die Frage zu reflektieren, um auch einen Seitenaspekt der Frage, weil ich glaube, es geht nicht nur um Digitalisierung, sondern um Rohstoffe, die da verbaut sind. Ich mache mal ein Beispiel. Man geht heute davon aus, dass mehr Kupfer ist ja ein wahnsinnig wertvolles Metall, was wir brauchen, nicht nur in der Elektrotechnik, mehr Kupfer verbaut ist in der Welt, also gebunden in Gebäuden, wie noch unter der Erde. Da dran zu kommen, ist ja Gold wert, im übertragenen Sinne. So, also da muss man ganz schnell, du hast es angedeutet, viel interdisziplinärer, offener, und ich glaube, hier liegt auch ein Wettbewerbsvorteil. Also die Unternehmen, die sich da schnell zusammentun, schnell gemeinsam die Analysen durchführen und ihre Technologien bereitstellen, um an diese Ressourcen ranzukommen, worüber wir ganz wenig heute nur gesprochen haben, da reicht einfach die Zeit nicht, ist auch das Thema thermische Energie und elektrische Energie, wie kann ich das steuern on demand, dafür brauche ich wieder euch, die Digitaltechnik, die Informationstechnik. Und das ist übrigens etwas, um da die Brücke nochmal zu bauen, wo der VDI natürlich aufklärt. Wo er natürlich, ich habe eingangs gesagt, 5000 Veranstaltungen, wo wir motivieren, wo wir zeigen, was geht und wie man auch im Dialog gemeinsam Synergien schaffen kann. Thomas, du hast eine Ergänzung dazu? Im Grunde, wenn ich die Frage richtig verstehe, Schritt 1 muss immer die Digitalisierung sein. Ich muss das Gebäude erstmal erfassen. Ich muss also unterstellt, es ist ein Bestandsgebäude. Ich muss das, was da schon spielt im Gebäude, anbinden, aufbereiten, letztendlich die Daten absaugen, und der zweite Schritt muss immer sein, durch Standardisierung und Aufbereitung der Daten. Und dann bin ich an einem Punkt, dass ich anfangen kann, über Effizienzmaßnahmen nachzudenken.
sei es bestehende Anlagen 1:1 weiterzunutzen und nur zu optimieren, Teile der Anlage auszutauschen, okay, ja, oder. Aber im Grunde genommen ist für mich immer der erste Schritt, ich digitalisiere und bereite die Daten auf. Und dann kann ich daraus die Analysen weitertreiben und die entsprechenden Maßnahmen fahren. Okay. Ich weiß nicht, ob das die Frage so 1:1 beantwortet. Ansonsten, wenn es nicht, dann können wir auch im Nachgang gerne nochmal ein bisschen Ping-Pong machen. Christina, noch Zeit für eine letzte Frage vielleicht, damit wir nicht zu arg überziehen. Die nächste Frage zielt auf die erwähnte Kopplung BIM und der Security ab, die ja ab 2027 gelten soll. Da wurde gefragt, wo die denn benannt wurde, also was die gesetzliche und normative Grundlage ist. Mhm. Das ist ein Zitat aus der Studie Gebäude 2025, also die Handlungsfelder, was wird da notwendig sein? Und wenn ich jetzt richtig zitiere, es gilt zunächst 27, also 2027 für öffentliche Gebäude. Die müssen so ausgeschrieben und konzipiert sein vom Architekten, von der gesamten Planung her, dass die Cybersecurity mit ein integraler Bestandteil ist und aufgezeigt wird, wie wird geschützt. Okay. Prima. Haben wir noch eine? Ja, okay, wollen wir mal nicht stoppen? Und zwar, wer die wichtigsten Entscheider für Investitionen in Sicherheitslösungen im Gebäude sind. Die IT, der Investor, der Betreiber, der Gebäudeautomatisierer. Oh, ja, das Buying Center, Thorsten, da hast du doch eine Hähnchenfrage. Das ist eine ganz schwierige Frage. Also auf jeden Fall die IT intern ist auf jeden Fall der interne Berater für die Leute, die wirklich hinterher das Geld freigeben. Mhm. Die technisch Verantwortlichen legen, ich sag mal, den Security Level irgendwo fest und dem Investor kann es eigentlich nur recht sein, wenn die Sicherheit, also die Zugänge zu einem Gebäude, egal ob es jetzt für MSR oder sonstige Themen sind, weit hoch sind, damit sein Gebäude halt, ich nenne es mal, nicht angreifbar ist und vielleicht so der Wert irgendwann gemindert wird dadurch. Mhm. Also man kann das nicht eindeutig beantworten. Das ist ein Zusammenspiel von allen. Aber Fakt ist, das ist auch die Erfahrung, die IT-Verantwortlichen vor Ort sind da maßgeblich mit beteiligt. Mhm. Die müssen mit eingebunden werden. Das ist ja eigentlich ein neues Element, weil klassischerweise bei Bauprojekten ja eine IT nicht wirklich normalerweise am Tisch sitzt. Also das ist sicherlich ein neuer Schritt, dass da ein neues, sehr wichtiges Element entscheidungsbeeinflussend ist. Ja? Okay. Also ich gehe auch davon aus, meistens die IT entscheidet nicht final, aber es sind die Gatekeeper, die im Zweifel jetzt sagen. Ja. Also insofern ist das schon ein ganz wichtiges Element. Weil es so schön passt, möchte ich ein paar Stichworte dazu reingeben. Henne-Ei-Problem schwingt da so ein bisschen mit, das sagst du mit anderen Worten. Und wenn wir jetzt seinen Spielfeldrand stellen, das ist auch das, was wir im VDI beobachten. Wer gewinnt eigentlich das Wettrennen? Fittest of the best, also im Sinne von Innovation, Wettbewerbsfähigkeit, Technologie richtig interpretieren. Wir haben heute auch diskutiert, dass die Disziplinen zusammenschmelzen. Was ich im Kern sagen will, aus dieser Not, nämlich keine ganz klare Zuständigkeit bei dieser Frage IT-Sicherheit, wer deutet eigentlich, kann ich es auch so sehen. Die Unternehmen, die sagen, die Macht und das Geschäft liegt in den Daten, in der Datenhoheit. Daraus war ich ein neues Geschäftsmodell, dass man also mehr und mehr zum IT-Software-Dienstleister wird. All diese Daten, die da und Informationen, die da drinnen stecken in einem Gebäude, daraus ein neues Geschäftsmodell zu generieren. Und dann wissen wir vielleicht besser, wer möchte derjenige sein, der die IT-Security beantwortet, definiert und dann auch den Plan macht, der das Geschäftsmodell sieht. Das wäre mein Tipp. Ich sage vielen, vielen Dank. Also man könnte wirklich noch länger, aber wir haben eben halt versprochen, dass wir um die 45 Minuten hier auch rauskommen. Ansonsten ja der Hinweis an Sie da draußen, kommen Sie gerne zu unserem Messestand. Unsere Experten sind da. Vielen Dank an euch. Ich möchte ganz gerne hier die Fragerunde und unsere Pressekonferenz damit schließen. Ich sage danke an Ihnen für Ihre Teilnahme. Sie können uns noch weitere Fragen gerne an presse@deos-ag.com schicken. Eine Pressemappe, wie gesagt, und die Aufzeichnung schicken wir auch gerne im Nachgang. Und Sie sehen das Video hier auch gerne auf YouTube später. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, dass Sie sich Zeit genommen haben für uns, für die Deos. Und schönen Gruß aus Rheine. Wir sehen uns dann in Frankfurt bei der ISH. Vielen Dank. Dankeschön. Danke.